Auf jeden Fall kann ich mir die gute Leitung jetzt erstmal wieder abschminken. Auch nicht schlecht. Erstmal wieder abschminken. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist immerhin Black Ops, also bitte. Ja, ich habe mir mal gedacht, ich schmeiß mal wieder Black Ops 3 in die PlayStation und es macht wirklich unglaublich Spaß, wirklich. Also, und es hat ja auch überhaupt nicht eine halbe Stunde gedauert, bis ich meine Lobby gefunden habe. Und Nuketown macht auch unglaublich Spaß, merke ich gerade. Aber ja, ihr habt gerade im Pre-Intro schon gesehen, wir haben eine Giga-Leitung bekommen, ja. Und zwar wissen vielleicht manche, dass ich davor eine 5K hatte und jetzt haben wir eine verfickt nochmale 8K. Also, ihr seht schon hier mit dieser, naja, M8 im Black Ops 1, sag ich mal, unglaublich, was ich hiermit verrichten kann. Ja. Was? Ihr seht schon, ich verteile damit One-Clicks. Der Typ hat mir gerade einen Quad on-feed gegeben. Alles klar. Oh, das war schlau von mir. Das war sehr schlau von mir. Oh ja, die gute alte AK, alter Schwede. Die vermisse ich echt in neuen Call of Duties. Das Ding ist Bay. Das Ding ist Bay. Wisst ihr, was noch Bay ist? Oh, Effekt. Ey, ich hab so verkackt. Wow. Wenn ich nächste Runde in der 1er KD hab, dreh ich. Bin ich Final Kill Cam? Downy 2003, ich weiß schon genau, wer das ist. Shoutout an Damien. I'm only a Downy. Aber ja, ich habe euch auf Facebook gefragt, was ihr sehen wollt. Und jetzt gehen wir einfach mal eure Wünsche durch. Maurice wünscht sich, dass ich mal eine Runde live FFA auf der One zocke BO3. Also ich zocke BO1 auf der PS3. Ich hoffe mal, das geht auch. Digga, du weißt doch, dass ich keine PS4 hab. Right in the fields, brother. Dicker, mein Aiming on point, 100er Prezi, ihr Hurensöhne. Okay, der nächste Wunsch. Ich fühle mich ja hier wieder Weihnachtsmann. Ach, oh nein, 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 nein. Ich meine, ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht, aber dieser heftige Bart, den ihr seht, seht ihr das? Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Der ist schon heftig, oder der ist schon heftig. 8 Monate Arbeit, 8 Monate. Nein, eigentlich habe ich mich das letzte Mal vor einer Woche, glaube ich, rasiert. Und ich meine, warum sollte ich mich jetzt für ein Video rasieren? Ich meine, bin ich etwa dieser Fisch, der sich extra für eine Unge-Imitation rasiert, oder was? Und ab geht die Fahrt. Die war übrigens hell nice, Fisch. Get fucking... Oh, scheiße. Dominik wünscht sich live irgendwas, MW2 oder snipen. Digga, als ob ich jetzt noch Black Ops 1 rausnehmen und MW2 reinhauen mal. Aber snipen können wir. Let's go. Empfindlichkeiten, nee, brauchen wir nicht höher machen. Geht auch so. Kein Bock mehr. Ey, komm, ich will jedenfalls einen töten mit dem Scheißding hier. Ich töte noch jemanden, bevor die Scheiß... Nein, sterb nicht, Teammates. Sterb nicht. Digga, mein Aiming. 100er Prezi, ihr Hurensöhne. Ich hoffe mal, das Snipen hat dir gefallen, Dominik. Dylan wünscht sich, dass ich irgendwas mache, sonst schickt er mir wieder Audios. Leute, wisst ihr, was mir Dylan für komische Audios bei WhatsApp schickt? Warte, wartet, wartet. Einfach so, out of nowhere, out of nowhere. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wal'izzatu lillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ist das witzig oder was? David fragt deine Meinung zu Zuhälter Tape 4. Ey, das Album ist so heftig, ne, aber ich hab's noch gar nicht gehört. Aber mein Bruder will sich's gerade kaufen und ich hoffe mal, kommt nach Hause mit dem Zuhälter Tape 4. Ansonsten schenke ich ihm nämlich nicht zu Weihnachten. Naja, also das mache ich eigentlich eh nicht. Ey, die Goldwaffen sehen so Premium im Black Ops 1 aus, das gibt es echt gar nicht. Okay, sag mal, only Downy. Fabian wünscht sich A Charlie. Ja, das nehme ich nochmal wieder auf. Morgen. Und dann können wir direkt mal eine Abstimmung machen. Also, falls ihr wollt, dass ein neues A-Charlie kommt, dann gebt auch einfach mal ein Like auf dieses Video. Wisst ihr, die ganzen großen YouTuber machen das immer, damit sie mehr Likes bekommen. Und natürlich würden die die Videos auch so bringen. Ich meine, die sind ja hauptberuflich davon abhängig. Aber sie kriegen immer deswegen viel mehr Likes. Und ich hoffe mal, das funktioniert auch bei mir. Aber ich kann für dich, Fabi, ja jedenfalls mal eine A-Charlie-Frage beantworten. A-Charlie, wenn mir nichts einfällt, was ich schreiben kann, komme ich dann trotzdem ins Video? Und ich sag... Nein. Und der letzte Wunsch ist von Selina, du musst unbedingt wieder die Kommentare kommentieren von Bibi. Das Video ist ja echt wirklich richtig gut bei euch angekommen. Na gut, das war auch Bibis Beauty Palace im Titel und im Thumbnail und ja, das war schon ziemlich klickgeil. Aber es hat funktioniert. Deswegen hatte ich mir mal überlegt, das vielleicht öfter zu machen. Also, falls ihr wollt, dass ich es öfter mache, gebt mal einen Like. Gott, ich hasse es immer, wenn die großen YouTuber das sagen. Aber ja, okay, Fakt ist, wir beantworten mal ein paar Fragen unter Bibis Beauty Palace Videos. Bibis Beauty Palace. Alida Grasser schreibt, OMG Bibi und 4 Smileys, die man nur auf Handy sehen kann. Niklas Karl kommentiert darunter. Alida, du Rindvieh. What the fuck? Sie nach Sibirien. Ich habe das jetzt schon 10-mal gelesen. Sibirien. Sag das wirklich mal selber. Lest das mal wirklich vor. Zieh nach Sibirien und friss Wölfe. Alles klar. Alida kommentiert wieder auf Niklas Kommentar. Was habe ich gemacht?
Ich bin 8. Was? Sie ist 8! Sie ist 8! Props erstmal für den Freestyle, aber sie ist fucking 8! Oder kommt jetzt wieder Beef? Lustiges Video, finde ich auch. Halt dein Maul. Was willst du? Willst jetzt den harten spielen, wie das Smileys, die man nur auf Handy sieht? Lächerlich. Nee, aber okay, ich finde Bibi-Fans eher lächerlich. Ja, ist ja nicht so, als ob das Video geschaut hast. Wenn du streiten willst, dann nicht mit mir. Hau einfach ab. Hab nur ein paar Comments gesucht und naja, ich amüsiere mich über deine, du Lappen. Du bist genauso schlecht. Du bist auch nur ein 12-jähriger COD-Spieler. XD! COD-Spieler sind alle 12. Ja, der ist konzentriert, der ist konzentriert. Der ist auf Kotchamps. Jungs, der ist auf Kotchamps. Okay, sorry, du hast mich enttarnt. Klappe, du Fisch. Außerdem beleidigt man keine hübschen Mädels. Das soll hübsch sein? Alter, was bist du denn für ein Mensch? Oh, nee, was bist du denn für ein Mensch? Diese Hackfressen sind nicht anschaubar. Ein Punkt für Punchline. Justin, meinst du mich? Nein, Bibi. Christian Kasper. Ich liebe dich, Bibi. Oh, warte, da müssen wir kurz mit Photoshop drüber. Besser. Würdet ihr immer mehr in die Kommentare schreiben, dass ihr mich liebt. Das wird mein Ego enorm pushen. Apropos Ego pushen, ihr könnt mich auch auf Instagram abonnieren. Ja, jetzt auf Ernst, da würde ich echt gerne mal aktiver werden auf der Seite. Also abonniert mich auf Instagram. Und wenn du jetzt hier da draußen einen Instagram-Account hast und mich nicht abonniert hast, du bist wirklich blöd. Blöd bist du. Okay, Achtung, das kommt jetzt, das wird jetzt ein ganz harter Kommentar. Das wird ein ganz harter Kommentar. Leute, bitte beruhigt euch mal. Was? Wieso schreibt negative Kommentare? Stellt euch das seit ihr im Video Video habt ihr gehört auf TAF, dass Bibi Beauty Palace die beste YouTuberin in Deutschland ist? Also tolles Video. Genau, weil TAF hat gesagt, Bibis Beauty Palace ist der beste YouTube-Kanal in Deutschland, deswegen ist das so. Weil TAF das sagt. Also tolles Video, Bibi und Julian. Macht weiter so, ihr seid die Besten. Tschüss. Ja, ne? Sie sind die Besten. Seit wann sind sie die Besten? Seit wann? Und naja, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Falls ihr wirklich wollt, dass ich öfters Bibis Beauty Palace Kommentare beantworte, weil die sind wirklich echt super. Dann gibt ihr einfach mal ne. Okay, ja, kommt, hört auf, ja. Aber das mit Instagram meinte ich ernst. Abonniert mich ja wirklich, okay? Das pusht mein Ego extrem und ich brauche das, okay? Denn die nächste Mathearbeit ist nicht weit und das könnte mich schnell wieder downbringen. Also abonniert mich alle auf Instagram und liked da dann meine Bilder und ansonsten fickt euch alle. Tschüssi. Oh nein, 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 nein! Sachen passieren. Ho, ho! Ja und jetzt? Tschüss. Nein!